Podcast. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Sehr. Danke. Danke. Vielen Dank. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Ein neuer Abend im Kuschelsender in der Powerstation des deutschen Fernsehens. Schon wieder Gold heute. Schon wieder Gold. Wir sind auf Platz 1 der Nationen im Medaillenspiegel. Und wir sollten aber, das gebietet die Ursprungsidee von Pierre de Coubertin, der 1900 Blumenkohl die Olympischen Spiele erfunden hat. In seiner kleinen Werkstatt. Plötzlich hat er die Olympischen Spiele erfunden. Man sollte auch sich freuen aus sportlicher Fairness, wenn anderen Gutes widerfahren ist. Und Sie erinnern sich, gestern Abend sprachen wir von Russ Rebelliati. Sie wissen, dass ja, wie sagt man, das Snowsurfer, das Snowboard-Wunder aus Kanada, man wollte ihm die Goldmedaille wegnehmen, weil er vor ganz langer Zeit, ich glaube letzte Woche oder so, mal Marihuana geraucht hat und noch Rest-Marihuana im Mittelstrahl des Urins hatte. Ja. Den ja viele auch nutzen, um die Haut wieder aufleben zu lassen. Ich trinke ihn, muss ich sagen, für die Leber. Und Russ Rebelliati bleibt Olympiasieger. Er darf die Goldmedaille behalten. Man kann sagen, er hat sich im letzten Augenblick erhascht. Man wollte sie ihm wegnehmen. Oh, der ist toll, oder? Erlauben Sie, dass ich in ein heimatliches Idiom verfalle. Mir habe Gold geholt. Unsere neue Goldmedaillengewinnerin kommt aus der Nähe meiner Heimatstadt Stuttgart. Sie kommt aus Pforzheim. Oder wie die Leute dort sagen, Pforze. Nicola Trost. Gold in der Halfpipe. Die Älteren werden Halfpipe kennen. Das sind so Art Wasserleitungen, die nicht ganz fertig geworden sind. Schauen Sie mal bei sich vor das Haus auf die Baustelle. Da fahren diese jungen Menschen hoch, runter, hoch, runter, hoch. Ein sehr abwechslungsreicher Sport. Und Nicola Trost hat Gold geholt. Ganz Pforzheim ist aus dem Häuschen. Sie wissen, es ist die große Schmuckstadt. Schmuck aus Pforzheim. Tragen Sie das auch, meine Damen? Man sieht das ja häufig, ja. Bei mir sind mal zwei Verlobungen in die Brüche gegangen, weil ich Schmuck aus Pforzheim geschenkt habe. Ich kann das bis heute nicht verstehen. Ich habe selber gesagt, Schatz, halt doch mal den Finger hier durch. Wissen Sie, diese Pappdeckel mit den Ringgrößen. Hinten im Katalog, damit es passt. Da muss man drüber weg. Nicola Toast holte Gold. Und ich glaube, wir dürfen es ab jetzt sagen, das ist unser Golden Toast. Sensationelle Figuren beim Halfpipe-Snowboarden. Eine Figur heißt zum Beispiel 360, die andere heißt No Grab. Meine Lieblingsfigur ist Inverted Air. Als ich das zum ersten Mal gehört habe, 360, No Grab, Inverted Air, habe ich gesagt, hey, das Nachmittagsprogramm von RTL 2. Nein, es sind diese Figuren. Und mein gestriger Lieblingssatz kommt, glaube ich, von meinem oder einem meiner Lieblingssportreporter, Hans-Reinhard Scheu, immer sehr gut bei der Sache, immer sehr sauber formuliert, auch sehr oft vom Betzenberg für die ARD bzw. für die Dritten. Es war beim Langlaufen, ja? Hans-Reinhard Scheu sagt, da hat er sehr aggressiv gewachsen, obwohl er hier nur sehr kurz stockt. Das hat nichts mit Pause zu tun, sondern kurz stocken heißt kurze Stockeinsätze. Aggressiv wachsen bei gleichzeitig kurzem Stocken, falls Sie sich in die Loipe begeben wollen, am Wochenende mal drüber nachdenken. Ein Kollege von uns ist sehr verärgert, Waldi Hartmann. Waldi Hartmann ist sehr unzufrieden mit dem Wetter. Sie wissen, es regnet wie ein Schnüllchen in Nagano. Und Waldi Hartmann ist richtig sauer, weil der Regen hat ihm schon den ganzen Wodka verwässert. Waldi. Wir haben heute Abend solche Gäste. Eine unglaublich attraktive Frau, ein absolutes Top
Model. Sie war schon mal bei uns und wir freuen uns sehr, dass sie heute wieder bei uns zu Gast ist. Georgiana Robertson, meine Damen und Herren. Tolle Frau. Und liebe Freunde drunten in Pforzheim, in Baden-Baden und überall in Deutschland. Ihr alle kennt ihn, ihr alle liebt ihn. Man kauft es nicht, wenn man sieht, wie er aussieht, meine Damen und Herren. Er wurde 60 Jahre alt. Bei uns zu Gast. Ja, meine Damen und Herren, Toni Marshall. Toni Marshall. 60 Jahre, man glaubt es kaum, wenn man diesen Mann sieht. Fit. Unglaublich. Heute Morgen so groß in der Zeitung. Neu. Der Chef darf die Kleiderordnung der Arbeitnehmer am Arbeitsplatz bestimmen. Haben Sie es auch gelesen? Ein unglaublicher Eingriff, aber jetzt vom Gesetz erlaubt. Und zwar, wenn Sie zum Beispiel sagen, nein, ich möchte nicht, dass Sie Jeans am Arbeitsplatz tragen, dann darf der Chef das. Ist jetzt gerichtlich erlaubt. Ich frage mich, welche Praktikantin trägt heute noch Jeans über den Dessous? Macht denn dieses Verbot überhaupt noch Sinn? Macht es nicht Sinn. Nicht, wie wir früher gesagt haben, hat das Sinn, sondern macht es Sinn. Die häufigste Kleiderordnung in den modernen Büros heißt, die Sachen können Sie so lange bei mir auf den Tisch legen. Annette. Bei Bewerbungsgesprächen. Übrigens, bei meinem Lieblingsreporter der ARD, bei Gerhard Delling, bestimmt nach wie vor nicht der Chef die Kleiderordnung, sondern richtig Mutti. Achten Sie mal drauf, wenn Sie Gerhard Delling in den nächsten Tagen aus Nagano sehen. Und jetzt muss ich noch mal genau fragen, meine lieben, meine sehr verehrten Bankangestellten. Mickey-Maus-Krawatte, bunte Socken und lila Hemden aus gewaschener Seide sind vom Vorstand gewollt. Ja? Okay, gut. Das haben wir. Da waren wir uns manchmal nicht so sicher, aber absolut, ich muss ehrlich sagen, viele sehen aus und sagen, hey, die sind bei der Sparkasse, die sind zu bunt für Viva. Bitte? Oh, schon wieder, das ist aber dumm, jetzt haben wir schon wieder so viele tolle Werbespots hatten wir heute. Eine Werbung haben wir schon wieder vergessen. Die Zeit haben wir, das holen wir kurz nach. Entschuldigung, wir haben einen Werbespot vergessen. Na, wie war's? Toll, Papa hat die Frau Koch kennengelernt. Frau Koch? Ja, die hat mir Pudding gemacht. Und Papa? Dem hat sie Kaffee gekocht. Ach, und dann? Dann war ich gar müde. Und Frau Koch hat mich zugedeckt. Mhm. Da ist ja Frau Koch. Ja, die hast du vergessen. Danke, Frau Koch. Ist sie das? Ja. Ach ja, das haben Frau Koch und Papa auch nochmal gemacht. Hallo, Tee. So flieg ich gern. Neues heute aus dem Stern. Neues aus der Branche. Und zwar stellen Sie sich vor, unsere nächsten Verwandten, die nächsten Verwandten sind die Schimpansen. Ist das nicht toll? Wir haben es alle immer schon ein bisschen geahnt, aber jetzt ist es wissenschaftlich. Unsere nächsten Verwandten sind die Schimpansen und nicht, wie wir bisher gedacht haben, die Ossis. Herzlich willkommen. Und ein Psychologe hat geforscht, ja, und hat jahrelang mit Affen zusammengelebt. Und ich bin gespannt, was demnächst herauskommt aus Niedersachsen über Kühe und Schweine. Affen, meine sehr verehrten Damen und Herren, meine lieben Freunde, Affen sind sehr intelligent. Ich habe neulich in der Fußgängerzone, nachdem ich 5 Mark bei den Indios reingeworfen hatte, habe ich einen Affen gesehen, kein Witz, der hat den Leierkasten gedreht und der Leierkastenmann saß oben drauf und hat den Hut gehalten. Unser großartiger Kollege und lieber Freund Helmut Zerletz ist eigentlich fast jeden Abend auf Tour, Helmut, oder? Ja, das ist
anstrengend. Fast jeden Abend ist Helmut Zerlett mit den Großen dieser Welt oder den Bekannten aus Köln hier unterwegs. Und die haben gesagt, Helmut, nimm doch mal eine Kamera mit und fang das doch mal ein bisschen für uns in prickelnde Bilder. Und wir wollen uns das vorstellen, meine Damen und Herren, das Nachtleben nach Ende unserer kleinen Familienshow in unserer neuen Reihe. Helmut on Tour. Das ist jetzt mit Til Schweiger, Helmut, oder? Ja, das war die Premiere von Bastard. War das bei einer Filmpremiere? Ja. Filmpremiere. Was hat er dir da gesagt gerade? Mit dem Blinker gesetzt. Ja. Oh. Ich fahre jetzt hier los. In die Straße rein. Das ist jetzt Helmut im Auto. Und, praktisch tagsüber, kann man sagen, Helmut, oder? Es war schon sehr hell, ja. Ja. Mal. Ah, Dorcas Kiefer. Ja. Wo hast du die getroffen? Das war jetzt im Synodom. Das war im Synodom. Premiere von. Von? Campus. Von Campus, bei Premiere von Campus. Da waren wir Kegel. Und das ist Kegelamt. Oh, das ist ja Heiner Lauterbach. Genau. Ja. Du warst mit Heiner Lauterbach kegeln? Ja. Ja, Heiner Lauterbach macht das gern. Ah, das ist gut, dass man dich auch mal sieht. Ja. Ja. Ich hatte schon Angst, du filmst die Promis. Ja. Und? Donnerwetter. Nicht so schlecht, ne? Sehr interessant. Ja, danke Helmut, dass du das für uns auf Wand festgehalten hast. So prickelnd, so pulsierend ist das Leben unserer Kollegen nach Ende der Show. Übrigens, es gibt etwas Positives zu vermelden. Sie wissen sehr oft, und ich selber bekämpfe das, wo ich es sehe, leiden wir alle unter chauvinistischen und sexistischen Tendenzen in unseren Medien. Und die neueste Umfrage zeigt, immer mehr Männer stehen nicht auf großen Busen bei Frauen, sondern auf Natürlichkeit und Ausstrahlung. Ja. Und ich sage es nochmal für die Altphilologen, wirklich, der Busen, und die Shakespeare-Kenner wissen das, der Busen ist nur jener schmale Teil zwischen den Brüsten. Das ist der Busen. Ich schob ihr das Briefchen in den Busen. Wir Älteren gebrauchen ja noch solche Wörter, solche Sätze. Ja? Das ist der Busen, und auf den stehen ja eh die wenigsten. Ja? Die anderen fahren ab auf große Brüste. Und ich muss sagen, ich glaube das. Ich glaube, dass immer weniger Männer auf große Brüste stehen, aber andererseits hört man noch selten, dass irgendwie bei Baywatch geschrien wird, mach das weg. Aber es kommt noch. Es kommt noch. Und statt großen Busen mag man jetzt Natürlichkeit und Ausstrahlung. Das sind immer die zwei Attribute, die kommen, wenn einem sonst nichts mehr einfällt. So wie, schmeckt interessant beim Essen. Schmeckt interessant, aber kein Wunder, jemand mit so viel Natürlichkeit und Ausstrahlung. Die meisten Männer, zum Beispiel bei uns im Team, schauen sich Piep an. Ja? Wegen Dolly Buster, aber nicht wegen den Riesenteilen neben dem Busen. Sondern, weil die ABC-Fragen intellektuell für sie einen Höhepunkt darstellen. Ja. Es ist soweit, meine Damen und Herren. Nicola Toast, heute Goldmedaille in Nagano. Wir kommen zu unserer Siegerehrung. Meine Damen und Herren, die Ehrung der heutigen deutschen Goldmedaillengewinner wird vorgenommen von Frau Asenbaum, Harald Schmidt und Özgür. Ladies and Gentlemen, here to honor today's German Gold Medalist are Frau Asenbaum, Harald Schmidt and Özgür. Mesdames et Messieurs, quatre vins de Winskarton sur le pont d'Avignon, Frau Asenbaum, Harald Schmidt et Özgür.
Nicola. Nicola, Prost. 1, 2, 3, 4 junge, fesche Goldmedaillengewinner. Kein Wunder, dass die Werbung sie um sich reißt. Sieht schön aus. Ich schaue da oft nachmittags schon, lass mir das Licht anmachen hier und setze mich davor, schaue es mir ein bisschen an. Hängen doch gerade die Bilder, oder? Ja. Dieses Fax hier, meine Damen und Herren, hat uns vor wenigen Tagen erreicht. Es stammt von Savas Papapostolo. Savas Papapostolo, schauen Sie hier. Und hat uns geschrieben, ist ein wahnsinnig attraktiver und smarter Grieche. Er würde gerne bei uns als Grieche auftreten. Kein Problem für uns, denn Savas Papapostolo ist unser heutiger Bringer der Woche. Harald, meine Freund. Oh, das kommt von Herzen, meine Freund. Ophilosmu. Ja, Ophilosmu ist meine Freund auf Griechisch. Mein Freund, ja. Leg doch das Bild mal ab. Ich spreche ein bisschen Griechisch. Ja. Danke. Da kommen wir gleich dazu, was das bedeutet. Sag was, wo lebst du? Wir sagen du, oder? Ne, Harald, ja. Ja, wo lebst du? Jetzt, wo ich lebe, jetzt. Ja, jetzt, natürlich. In Essen. In Essen. Essen. Und was bist du vom Beruf? Ja, kann man nicht so einfach sagen, weil... Verstehe. Ja. 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 Grieche. Ja. Du bleibst Grieche. Du machst vieles. Du siehst erfolgreich aus, ja? Ja, ja, ich mache viele. Ja. Geschäfte oder... Ja, Import, Export. Import, Export, ja. Das ist ja, das machen ja die meisten Griechen. Ne? Was würdest du bei uns gerne spielen? In welche Richtung siehst du dich? Du siehst toll aus, bist erfolgreich, ja. Bist sexy. Bist du verheiratet? Ja, nicht richtig. Ja, ich... Hat doch bei Griechen eh nicht zu bedeuten, oder? Ja. Tourismus, Strand. Ja. Blum. Schöne... Wie ist das eigentlich, dieser berühmte Tanz? Wie heißt der? Sirtaki. Tanzt ihr denn wirklich oder tanzen denn nur wir, wenn wir im Urlaub in Griechenland sind? Wir tanzen von morgen bis abends, morgen aber bis abends. Am besten ist, wenn eine schöne deutsche Frau mit blonden Haaren dabei ist. Wie geht das? Lass es einmal, wir sind Freunde und wir machen das wie Anthony Quinn am Strand, ja? Aber zuerst rechts. Zuerst rechts. Und jetzt nach vorne, Harald. Servus, Papadopoulos und unser Bringer der Woche. Wir sehen dich wieder, amigo. Danke nochmal zu meinen griechischen Freunden. Zu meinen griechischen. Ruhe! Mein griechischer Freund möchte es brechen. Αγαπητοί ακροατές, Έλληνες, συμπατριώτες, μην νομίζετε ότι μπορείτε να γράψετε ένα γράμμα στο Harald Schmidt και να πάτε στο σοου, αφού όλοι ξέρουμε ότι μόνο το βίσμα, όταν έχεις το βίσμα, δηλαδή ο Harald και εγώ είμαστε έτσι, κολλητάρια. Genau. War das keine politische Botschaft? Nein. Nein, ich habe gesagt, wir sind Freunde und okay. Schöne Grüße. Servus. Alles Gute, vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Kali nächster. Servus. Und hat nicht unser neuer griechischer Freund, Savos Papapostolo, hat er nicht von schöne blonde deutsche Frau gesprochen mit langen blonden Haaren und vielleicht meint er Kerstin. Sie wissen, wir haben vor einiger Zeit aufgerufen, wir suchen keine neue Pam, sondern wir suchen eine Frau, die unsere Pam, wir wissen, das ist nicht möglich, aber doch, in einzelnen Teilen ersetzen könnte. Wir suchen eine neue, attraktive Frau für unsere Show. Eine Frau, die so attraktiv ist, dass sie die Hände vom Rahmen nehmen könnte und das Bild trotzdem in derselben Position bleiben würde. Ja? Und... Und... Die Bewerbung, ja,
die gilt nach wie vor. Wir haben heute schon die ersten wirklich ganz, ganz heißen, attraktiven Frauen hier. Aber hier ist nochmal unsere Bewerbung, die nach wie vor gilt. Wir lassen uns sehr viel Zeit, denn es ist eine wichtige Position, die wir sehr präzise entscheiden möchten. Bitte. So, Mädchen, nun pass aber mal bitte gut auf. Die Harald-Schmidt-Show sucht ab sofort eine neue, scharfe Ische zur Festanstellung. Die Voraussetzungen sind denkbar einfach. Du solltest erstens eine annähernd so erotische Ausstrahlung haben wie Sexsymbol Harald Schmidt und zweitens kein Pamela Anderson-Double sein. Es wird doch wohl auch noch andere geile Weiber geben. Genau, wenn du selbstbewusst bist, gut aussiehst, gerne mit Menschen zu tun hast und mit deinem derzeitigen Job unzufrieden bist, gib deinem Herzen einen Ruck. Und komm zu uns. Bei uns ist es nämlich herrlich. Ein Team von jungen, freundlichen, dynamischen, aufgeschlossenen und besonders aufgeschlossenen Menschen freut sich auf dich. Und außerdem kann man hier in tollen Filmen mitspielen. Stimmt. Mit ein wenig Talent kannst du in die verschiedensten Rollen schlüpfen. Als frivole Ulknudel, als Edelnutte, als freche Strapsmaus, als Prostituierte oder auch mal als billiges Straßenflittchen. Also, jetzt hör auf rum zu zicken und schreib. Bewirb dich jetzt! Das gilt nach wie vor. Diese Bewerbung ist unglaublich aufwendig gemacht. Sie kommt von Kerstin. Und es muss nicht so aufwendig sein, aber man hat natürlich, wenn man sich so viel Mühe gibt, echt tolle Chancen. Können wir mal hier zum Beispiel, das zeigt Kerstin. Kerstin ist also noch sehr, sehr nahe dran an Pam, hat aber doch vieles, worauf Männer seit neuestem nicht mehr stehen. Und hier sehen wir Kerstin in relaxter Pose auf einem Mäuerchen. Irgendwo im Thüringer Wald oder ich weiß nicht, wo das ist. Das ist Kerstin. Kerstin ist unsere Kandidatin Nummer 1 und ich stelle das mal hier ab. Die zweite Bewerbung, da sehen Sie schon, wie schwer das für uns ist, kommt aus Nürnberg von Nadine. Und Nadine hat uns dieses Foto geschickt. Auch sehr, sehr gut. Sehr attraktiv. Liegt ziemlich weit vorne. Jetzt werden Sie sagen, okay, Nadine, klar, da ist alles klar. Moment, es gibt ja noch das Foto, das vor allem bei den weiblichen Teammitgliedern sehr gut ankam. Es ist Thorsten. Thorsten schreibt uns, ich schlage meine Freundin Frauke vor. Das ist Frauke, die Freundin von Thorsten. Frauke hat die Maße 95, 62, 92, ist stolze 1,56 Meter groß und von Beruf, raten Sie, ja, Krankenschwester. Das wäre also unsere zweite Kandidatin. Dann etwas, wo viele sagen, passt vielleicht nicht ganz falsch, denn hier ist Natürlichkeit und Ausstrahlung ganz weit vorne. Die Post kommt aus Worms und es handelt sich um Margit, das Foto entstand bei einem Urlaub auf Fuerteventura. Margit aus Worms. Ich bin neutral, aber für mich ein kleiner Favorit. Jetzt kommt etwas sehr, sehr, sehr Gutes. Das ist von Brigitte aus Grafenau. Sie hat sich fotografieren lassen in ihrer Küche. Eigentlich auch im weitesten Sinne das, was wir suchen. Ja. Das wäre, wenn es mal Öko-Baywatch oder sowas gibt. Und es würde mich nicht wundern, meine Damen und Herren, wenn heute Abend schon eine leichte Vorentscheidung fällt, ohne dass ich es beeinflussen möchte, für Dörte aus Hamburg. Dörte hat uns zwei Fotos geschickt. Das eine ist das hier im Profil. Und dann hat Dörte noch ein zweites Foto beigelegt. Und das ist, muss ich warnen, wenn Sie Herz-Kreislauf-Probleme haben,
dieses. Dörte aus Hamburg. Und schade, dass Savas schon weg ist, unser griechischer Freund. Denn es wäre interessant gewesen, seine Meinung zu hören. So, das sind, ich sage es noch einmal, die ersten Vorentscheidungen. Da ist noch gar nichts endgültig entschieden. Schicken Sie bitte weiterhin Ihre Bewerbungen. Wenn Sie, ich sage es nochmal, Sie müssen kein Pam-Double sein. Wir suchen eine neue, attraktive Frau. Und ich stelle die Dame, die ich Ihnen jetzt vorgestellt habe, hier hin zur Auswahl. Und dann würde ich sagen, unser Applausometer, das ist jetzt wissenschaftlich einwandfrei geschaltet. Bitte applaudieren Sie und wir sehen am Applausometer, wer in Ihrem Geschmack und Ihre Wertschätzung ganz weit vorne liegt. Die erste, das ist die Freundin von Thorsten, Frauke. Okay, wir gehen weiter auf zu Nadine. Margit im Urlaub in Portugal. Yeah! Okay. Ich hab's geahnt, ich hab's geahnt. Und hier, meine Damen und Herren, Dörte. Darf ich mal stoppen? Es geht hier nicht um irgendwelchen Scherz und Schabernack. Wir suchen eine neue, sympathische, natürliche, intellektuelle, erotische Mitarbeiterin für die Harald-Schmidt-Show. Bitte stimmen Sie jetzt ab. Was halten Sie von Dörte? Und zum Schluss Brigitte. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank. Also, ich bin objektiv. Das hier war der zweite Platz. Haben wir richtig gehört? Ja. Aber eindeutig Ihre Entscheidung, unsere Tagessiegerin heute, Margit aus Worms. Damit uns das Foto von Margit nicht verloren geht, der Wettbewerb läuft noch eine ganze Weile, stecke ich es am besten hier rein zu unserem Liebling des Monats, Jens Weißflug, meine Damen und Herren. Weil sonst kommt das womöglich weg. Ja, sonst kommt das womöglich weg. Mein erster Gast heute Abend ist eine atemberaubende Frau. Mega attraktiv, Topmodel, gebürtig aus Jamaika. Zum wiederholten Mal schon bei uns heute Abend. Herzlich willkommen, Georgiana Robertson. Excuse me, I have to put this aside. Georgiana. How are you, Harold? I am fine, thanks. I feel great. I just want to say hi to Ich wollte einfach mal Hi sagen. Hier, meinen Veranstalter in Hamburg grüßen. Heidi. Heidi!
Heidi, Patrick, Patrick and Sunny. They're in Hamburg, model und management. Sunny. Alle in Hamburg, nice. Model she management. Super Leute. In Germany, you know? Ja, Heidi, Heidi. Sweet people. Ja, das sind nette Leute, wirklich nette Leute. Wissen Sie, was passiert ist? Ich bin hingegangen und habe mir Köln angeguckt. Das ist super interessant hier in Köln. Und dann habe ich den Dom gesehen. Wunderschön, wirklich ganz toll. So ein bisschen, aber ein bisschen im Bau, so ein bisschen. Nicht? Also wird ständig repariert, offensichtlich. Der Dom von Köln wird nie fertig. Ja, das ist, wie call it, eine Dombauhütte. Ja, weil das ist praktisch, rechts ist der Engel fertig, links klappt irgendwas runter. Das ist, er ist sehr old. Und permanent am Machen. Right. Ja. And I also saw the Rhine. Dann habe ich auch den Rhein gesehen, den Fluss, nicht? Kennen wir. Also fantastisch. Und was ich auch noch gesehen habe, wirklich super interessant, als wir zurückgefahren sind, da habe ich diese Leute gesehen, die sahen alle aus wie Napoleon. Also einer nach dem anderen ging über die Straße, sahen alle aus wie Napoleon. Und da habe ich gedacht, was sind denn das für Leute? Wo kommen die denn her? Und bin ich hinterhergegangen. Und dann haben sie mir gesagt, dass sie die Kölschen Funken sind. Say it again, please. Kölsche Funke. Ja, der Kölsche Funke. Ja. Und dann haben sie gesagt, sie wären seit 1823 in Köln. Dann habe ich gesagt, mein Gott, seit 1823 rennen Sie hier rum? Das ist ja absolut unglaublich. Welche Vitamine nehmen Sie denn? Das würde mich wirklich mal interessieren. Also die waren wirklich witzig, tolle Leute. Die haben super Humor. That's our Kölsche Karneval. And those people are, in other towns, you would say alcoholic. No, but they, Kölsche Funke, I thought they were going to this big party. Also ich hatte eigentlich das Gefühl, dass sie zu dieser Riesenfete gehen. Und das dauert vom 11. November bis Aschermittwoch. Und es wird gefeiert, et küt vom Häte. Und diese Leute nehmen sich Urlaub, das muss man mal sagen. Das ist eine tolle Sache. Deep from the heart. Very funny. Also haben die Deutschen doch echt einen super Sinn für Humor, oder? Ja, aber besonders die Kölner. Also dieser Karneval, darüber beneidet uns eigentlich die ganze Welt. Ja? Sonst ist Köln für dich eine angenehme Stadt. Ich habe gelesen, du gehst jeden Morgen ins Fitnesscenter. Hast du das hier auch gemacht? Did I do fitness? Yeah, I work out. Ich versuche eigentlich, also ich bin natürlich nicht fanatisch, wenn es um Fitness geht, aber ich versuche schon, dass ich meine kleinen Shorts anziehe und dann rumrenne und dann wirklich ein bisschen was mache, damit ich mich gut fühle. Also auch innerlich habe ich dann viel Energie, die daraus kommt. Und machen Sie was? Nein, ich sollte. Oh, you don't need to. Right? Doch! Nein, Sie brauchen sie ja nicht. No time. No time. Ja, ist schon wenig, aber dann bin ich im Karneval engagiert und so. Das ist schwierig. Du kommst ursprünglich aus Jamaika. Yes. Wie ja, genau. Freund Roscoe, this gentleman also. Hallo. Hi. Hallo. Do you know that Jamaica is going Wissen Sie eigentlich, dass Jamaika diesmal am World Cup? Fantastisch. Ja. Jetzt? Und erstmals? Ja, in, I think this summer. Ich glaube, in diesem Sommer ist das erste Mal. Das war klasse. Ich weiß überhaupt nichts über Fußball, aber das, ich glaube, es sind 11 Jungs, die hinter einem Ball hinterher rennen. In den ganz kurzen, super Shorts. Das macht mich immer verrückt. Super. Du bist die Betreuerin oder die Maskottchen, kann man nicht sagen, aber die Glücksbringerin der jamaikanischen Nationalität. Kein Maskottchen, aber ich bin so eine Art von, wie soll man das sagen? Ja, ich bin eigentlich nur da, um sie zu unterstützen. Sie sind ja Teil meines Landes, das ist wichtig. Nicht? Und das Team nimmt jetzt an Jamaika den Olympischen Spielen teil. Ein toller Erfolg für das Bob-Team von Jamaika One. Ja. Have you been to Jamaica? Waren Sie schon mal in Jamaika? No, I've been only once to the Caribbean. You would love it. It's beautiful. Es wird Ihnen auf jeden Fall gefallen. Food, wunderschön, tolles Essen, wunderschöne Insel und wunderschöne Frauen. Doch, ja, so beneidenswert. Und ich meine, so ein Kleid, ein schlichtes, einfaches Kleid, nicht aufgetakelt und diese Schuhe. Wow. Sehen alle Frauen auf Jamaika so aus? Roscoe, ist es? Das ist, ich meine, dieser Teil der Erde. You have to go and see ja, die Menschen dort sind von der Natur bevorzugt. Ganz andere Ausstrahlung. Man sieht es auch bei den Leichtathletinnen, bei den Sommerolympischen Spielen und so weiter. Es ist eine ganz andere Eleganz, dass die Menschen dort bewegen sich schon anders und so. Also ich finde, das ist immer einen großen Gewinn, wenn man das sehen kann. Yeah, it's great. And ja, klar, das ist klasse. Well, aber Sie bewegen sich übrigens auch klasse. Ich kann mich doch erinnern, Sie haben doch hier Reggae getanzt. In den Lederhosen. In den Lederhosen. Du sprichst ein bisschen Deutsch, oder?
I understand a little bit. So ich verstehe ein ganz klein bisschen, aber bitte jetzt nicht Deutsch reden. Nein, nein, zumal schon mal gar nicht schnell. So where are your Lederhosen? Tonight I'm wearing, actually, also jetzt nochmal zu den Lederhosen. Also das hier ist übrigens ein deutsches Design. A German design in New York? Well, what's his name? Her last name is Diane von Franzensberg. Sie heißt Diana von Franzensberg. Also die ist wirklich klasse. Ganz, ganz toll. Macht diese wunderschönen Kleider. Die hat in den 60er Jahren schon mal viel Design gemacht. Und die macht jetzt, geht jetzt hin und revampt es alles neu auf. Und Sie können ja sehen, ist super klasse. Wunderschön und fun. Was haben Sie denn an? It's schwierig, because it's product placement, if I call the name. Es ist so wie Englisch für Chef. Boss, wo ist dein nächster Job? Wo wirst du von hier aus hin? Well, actually, I just shot a campaign. Also ich habe jetzt gerade für Cartier eine Kampagne fertig gemacht und da habe ich auch ein Buch für sie gemacht, 150 Jahre Cartier. Und ich mache übrigens auch einen Kalender, die Aufnahmen werden in Jamaika gemacht, da finden dann die Shootings statt und das kann man ab nächstes Jahr hier auch in Deutschland kriegen. Und alle die Gewinne daraus gehen an eine Wohltätigkeitsorganisation. Ich glaube, man sollte nicht eigensüchtig und eigensinnig sein und immer alles nur für sich wollen. Ich glaube, es ist wichtig, dass man auch Dinge tut, die anderen zugutekommen. Also dann mache ich dieses Shooting kennen Sie vielleicht ein paar Sponsoren? Ich glaube, aber ich kann das leider nicht so vor der Kamera nennen, das ist alles so strikt bei uns in Germany. Ja, leider nicht, aber ich bin sicher, das klappt mit dem Kalender. Charity, so be ja, careful. Für die Wohltätigkeit also könnte das müsste doch okay sein, oder? So, actually I'm off to, Naples. Und dann fahre ich nach Neapel, da mache ich ein Shooting für die französische Marie Claire. Und dann fliege ich nach Phoenix, dann nach Miami und dann nach Paris für die Prêt-à-Porter-Schauen. Also ich habe schon ganz schön was zu tun. Aber ist doch toll, wenn man so toll aussieht, so gut im Geschäft. Wenn der Kalender fertig ist, komm wieder bei uns vorbei, stell ihn vor. Und es ist immer eine tolle Atmosphäre, wenn so eine schöne intelligente Frau wie du. Mein nächster Gast, meine Damen und Herren, ist seit x Jahren im Geschäft. Und er hat eine Ansage verdient, die sich heraushebt. Ich freue mich sehr, dass ihn ein großartiger Kollege und Freund unserer Show jetzt ansagen wird, wie es ihm gebührt. Wir gehen weiter mit der Startnummer 10. Ein Sänger, der eine schöne Maid traf, ihr sagte, komm, gib mir deine Hand, für sie den Sonnenschein einfing und alles das passierte in der Heimat. Toni Marschall, die 10. Ich habe die ganze Welt schon gesehen, als Junge zog ich hinaus. Von Hongkong bis Moskau, von Rio bis Alaska, überall war ich zu Hause. Ich habe die höchsten Berge gesehen. Toni Marschall, meine Damen und Herren! Mein Lieber, herzlich willkommen und leicht verspätet. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Das ist lieb von dir, danke. Letzten Dienstag, meine Damen und Herren, schauen Sie sich an, 60 Jahre alt. Nehmen Platz, Toni. Normalerweise bekommt man ein Geschenk, wenn man Geburtstag hat, aber ich bringe dem Harald heute ein Geschenk mit, und zwar von deinen dich heiß und innig liebenden dicken Kindern von Landau. Wirklich wahr? Das ist Pfälzer Wein. Nein, soll ich jetzt gleich aus aufmachen? Aus der Pfalzmetropole Landau. Ja, mach mal auf. Das ist ja, der Pfälzer Wein ist ja hervorragend. Und der, übrigens, der OB Christoph Wolf, der meint, die Landauer Kinder sind nicht dünner und nicht dicker als sonst wo in der Welt. Überhaupt nicht. Und man hat, man weiß es in Landau schon, dass wir es seit einem Jahr nicht mehr machen, gell? Ja, ja, ja. Trotzdem. Ja. Also. Oh! Pfälzer Wein. Toni. Ich muss die Flasche sehen. Entschuldige, wenn ich das jetzt, aber ich muss es sehen. Weil der Pfälzer Wein, ich finde, das hat bei uns, das ändert sich langsam. Ja? Hat Tradition, ne? Es ist immer so mit dem Image der französische Wein und der italienische Wein. Und der Pfälzer Wein ist hervorragend und hat immer noch so ein bisschen mit dem... Aber hier. Hier. Wow. Riesling Kabinett, halbtrocken. Das ist mein Lieblingswein. Halbtrocken. Halbtrocken. Zeig ihn hier. Oh! Toni. Jetzt kriegen wir beide sicherlich Ärger.
Warum? Nur mit deinen württembergischen Winzern und ich mit meinen badischen Winzern. Nein, aber ich finde, das sagt auch Bio immer, man muss mal was für den deutschen Wein machen. Ja, wirklich. Das ist so eine Image-Sache und so. Jeder kippt sich irgendwelchen Fusel aus Italien rein, unabhängig von der Qualität und gilt gleich als Kenner. Und der deutsche Wein hat so ein negatives Image. Uns beiden hat er gut getan. Ganz bestimmt. Ja. Toni, erzähl kurz, wie hast du deinen 60. Geburtstag gefeiert? Ach, 450 Freunde, in der Tat. Dann unser gemeinsamer Ministerpräsident Erwin Teufel war auch bei der Party. Wirklich wahr? Und hat mir das Bundesverdienstkreuz überreicht. Kannst du dir das vorstellen? Ja. Und ja? Das, wenn es einer verdient, dann bist du es. Oder? Wow. Hör mal, Toni. Ich sehe hier. So, an die Heldenbrust. Ist ja fast wie es. Wie ist es denn, wenn der Ministerpräsident Erwin Teufel kommt? Ja, kommt der unauffällig, klingelt's oder ist es mit kam, großem? Der kam unauffällig, also nicht diese Eskorte, die man gewohnt ist von großen, berühmten Politikern. Ja. Er kam zu einem Partner, zum Toni, nach Baden-Baden, Goldenen Löwen. Und er kam in den Saal rein, er wurde frenetisch begrüßt. Und dann ging er auf die Bühne, hielt eine Laudatio. Fast eine Stunde. Wirklich wahr? Und dann wusste jeder Bescheid über Toni. Und dann war der Augenblick gekommen, da hat er mir das Bundesverdienstkreuz an das Revier geheftet. Und ich muss sagen, da war ich zum ersten Mal nervös. Also ich habe hier kein Lampenfieber, aber auf der Bühne, als mir das Ding überreicht wurde, da muss ich sagen, da war ich nervös. Klar, ich dachte, das macht der Bundespräsident. Du meinst doch Roman. Ja? Nee, das sind eben die Leute, die zuständig sind aus dem Ländle, die übernehmen dann dieses hohe Amt. Das kann ich mir vorstellen, vor allem wenn er extra kommt zur Verleihung. Normalerweise und er blieb lange. Normalerweise ist das eine Sache, Angelegenheit von zwei Stunden. Ja. Er blieb also von 20.30 Uhr bis morgens um 1:30. Nein. Und was glaubst du, was wir getrunken haben? Pfälzer Wein. Badischen Wein. Ja. Was gab es zu essen bei dir auf der? Auch allerlei. Also alle Köstlichkeiten, die man im Badischen so aufdeckt. Es ist ja die tollste Ecke für Feinschmecker, das Badeland. Selbstgemachter Kartoffelsalat. Ja. Würstchen. Vieles mehr. Also. Und Schweinebraten und Kalbsbraten. Und läuft das Wasser im Mund zusammen. Ja. Man sieht auch, dass dir schmeckt. Einer, der gefehlt hat, das war. Ich habe es ja nicht gewusst, ich habe es zu spät erfahren. Ich habe gehört, du bist seit Januar auf Tournee. Ab 60 wird man seriös. Also, du gestattest mir, dass ich etwas beleibt bin. Nein, aber weißt du, du strahlst Freude aus, wirklichen Frohsinn im besten Sinn des Wortes. Und du entspannt und heiter. Ich habe auch toll. Wunderbare Freunde, Wegbegleiter. Ja. Doch. Roberto Blanco war, der war auch schon Gast bei dir. Mehrfach. Der war auch zugegen. Dann die Flippers waren da. Und also die wohnen ja um die Ecke in Bretten. Genau, richtig. Bist informiert. Ja, natürlich. Super. Ja. Und ich habe gelesen, eine tolle Überraschung für unseren lieben Freund Tommy Gottschalk in der nächsten Wetten, das ist das richtig? Ja, da werden 180 Jahre auf der Bank sitzen. Und hier kommt also ein tolles Trio. Dieter Thomas Heck. 60 am 29. Januar. Ja. Roberto ist der Dienstälteste, der hat im letzten Jahr seinen 60 gefeiert. Und ich bin der Jüngste dann im Bunde. Auch 60. Drei kommt zu Gottschalk in Wetten, das auf die Couch. Das ist eine Riesensache, oder? Und am Rosenmontag musst du auch gucken, 20.15 Uhr im ZDF. Was, da ist deine Toni Show Marshall. Du, Toni, lass das mal den Toni machen. Ja, und das ist meine Lieblingssendung. Woher kommt die Show? Nein, pass auf. Nein, woher kommt die Show? Ich dachte, du feierst Karneval zu Hause in Nürtingen. In Nürtingen ist nicht viel mit, in Sturgen ist nicht so viel mit dem Karneval. Kommt die wieder aus der Ortenauhalle? Die kommt, nee. Das ist meine Lieblings. Du hast gesagt, Ortenauhalle in Freiburg. Ja, das ist Quatsch. Aus Offenburg. Offenburg. Da heißt auch die Halle so. Da kommt die Show hier, Und du machst auch wieder Besuch, liebe Freunde. Ja. In der Ortenauhalle in Ich habe viel gelernt von dir, Herr Mann. Ich gucke fast jede Sendung an. Wirklich, wahr? Ja, man wird locker und souverän, ganz klar. Wenn du abends auf der Tour ins Hotelzimmer kommst. Ja, das ist schade, wir haben es kein Korken, da. Aber Toni, das ist wirklich, das sind sechs Flaschen. Sechs Flaschen, richtig, ja. Und 6. Wie geht's jetzt weiter? Trittst du denn ein bisschen kürzer mit 60? Oder überhaupt Tournee, nicht, Platten, überhaupt Shows? Also, ich muss dir sagen, ich fühle mich wie 30, 40, 50. Ja. Es hat sich nichts geändert. Ja. Wozu auch? Warum auch? Und ich muss ja sagen, also ich bin dankbar, das sage ich auch hier zu deinem Publikum, ich bin dankbar für jedes Jahr, dass ich älter werden darf. Ich habe jetzt schon Falco 20 Jahre überlebt, zum Beispiel. Ja. Oder Elvis Presley, 30 Jahre überlebt.
Das, man muss das positiv sehen. Das ist ja, man weiß ja nie, wann das Schicksal einen ruft. So ist das. Oder? So spielst das. Du immer noch so viele Instrumente? Mein Freund, einmal der Feld, doch auch für dich der letzte Vorhang. Du gehst von dieser Welt und dann kommst du bei Harald Schmidt an. Dem ja. Außerirdischen natürlich. Ja. Frank Sinatra, oh, ja. Auch im Krankenhaus. Wir grüßen ihn. Frankie, LA. Gute Besserung. Hi, Frankie, ja. LA, LA. Spielst du immer noch so viele Instrumente, Toni? Ja, nach wie vor. Ja. Ja. Und ein Instrument habe ich immer bei mir. Nein. Auch heute Abend, ja. Deine, lass mich raten, Orgel? Meine kleine süße Freundin. Oh, eine Flöte. Endlich darf mal ein Gast dem Harald die Flötentöne beibringen. Lass mich vorher noch, bevor wir uns ja? das richtig machen. Jetzt gleich im Anschluss, meine Damen und Herren, gibt es eine sehr charmante Kollegin, Katrin Müller vom ZDF heute und Thomas Orner. Und wir lassen diesen Abend bedächtig ausklingen mit Hausmusik von unserem lieben Freund Toni Marshall, Rosenmontag live im ZDF. Wunderbar. Toni. Machst du die Ansage? Ja. Toni Marshall, El Condor, Casa. Concerto piccolo di Antonio Armaggiallo.